Tag, liebe Sportskameraden, euer Görki am Start. Und es gibt mal wieder eine sehr interessante Frage. Und zwar ist die Frage von André Dominik Molkentin. Und er fragt mich, ist eine Woche Regeneration zu viel? Eine Woche Regeneration ist natürlich erstmal die Frage, meint er jede Woche eine Einheit oder eine Grundregeneration? Aber ich appelliere mal an seine Klugheit. Natürlich meint er eine Woche Grundregeneration, ob das sinnvoll ist oder ob das vielleicht sogar zu viel ist. Und in der Tat, ich persönlich finde eine Woche Regeneration eigentlich sehr gut, denn wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, wenn ihr zum Beispiel so bekloppt seid wie ich das bin, wenn ich 5-6 Mal die Woche trainiere und das über ein ganzes Jahr hinaus, dann fehlt mir doch auch irgendwo die Regeneration allgemein für mein zentrales Nervensystem, für meine Knochen, Bänder, Sehnen. Ja, es ist ja nicht nur die Muskulatur, die sich irgendwie erholt, und auch der Körper ist immer als Ganzes, als Organismus anzusehen. Deswegen natürlich macht eine Woche Regeneration Sinn. Wir können es ja auch mal vor Augen halten, zum Beispiel Profisportler wie Fußballer, die haben auch eine Winterpause, eine Sommerpause. Und ich glaube nicht, dass sie dann irgendwo im Urlaub dann täglich trainieren, sondern die nutzen diese Pause. Man sieht ja auch mal so Bilder, wo die am Strand dann rumhängen oder rumgammeln. Und es ist auch sinnvoll, dann einfach mal 2 Wochen abzuschalten und gar nichts zu machen, dass der Körper sich grundauf regeneriert. Muss man jetzt eine Woche Pause in der Regel machen? Nein, muss man nicht. Man kann natürlich das Ganze auch anders gestalten. Das kommt natürlich mal auf euren Trainingsplan an, wie intensiv und wie ihr auch trainiert. Man kann das natürlich nicht verallgemeinern direkt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn ihr einfach mal zum Beispiel im Urlaub seid oder so. Ja, das könnt ihr einfach adaptieren und sagen, pass auf, ich bin jetzt 1-2 Wochen im Urlaub, mach nichts. Das kommt ja sowieso bei jedem irgendwo im Jahr auch vor, dass man mal vielleicht in Urlaub fährt, und dann sollte man den Urlaub auch wirklich nutzen, um sich grund zu regenerieren. Andererseits gibt es ja auch oft den Fall, dass man verletzt ist oder eine Krankheit hat, und wenn man da einfach mal 1-2 Wochen ausfällt, dann sollte man die Zeit nutzen, sich regenerieren und auch wirklich da nicht wie ein Bekloppter ins Studio rennen oder irgendwie die andere Muskulatur trainieren, wenn ich jetzt total verletzt bin, sondern dann kann man auch einfach mal aussetzen 1-2 Wochen und sich erholen. Ja, und dann kommt es natürlich auf den Trainingsplan an, wie ich schon sagte. Wenn du jetzt ein Bodybuilder bist und immer in sehr hohen Intensitäten trainierst, das heißt immer im Hypertrophiebereich oder Maximalkraftbereich, dann brauchst du sowieso auch irgendwann mal eine Pause, um dich zu erholen. Und in der Regel ist es auch wirklich so, dass wenn du dich dann komplett mal erholst, dein ganzer Körper, dass du dann auch so gewisse, sogenannte Plateaus überwinden kannst, wo du vielleicht im Stillstand bist. Das heißt, ja, wenn ihr zum Beispiel mal verletzt wart oder was gebrochen habt und dann der Muskel zum Beispiel am Bein, wenn ein Bein gebrochen war, wenn der Muskel sich dann irgendwann total verabschiedet nach ein paar Wochen und ihr dann irgendwann wieder anfangt mit dem Training, dann ist es doch schon überraschend, wie schnell diese Muskulatur wiederkommt. Natürlich hat man da eine Art Memory-Effekt, aber es ist auch einfach so, dass der Grund des Körpers so erholt ist, dass man da einfach schneller wieder vorankommt. Ich habe das jetzt gemerkt, wo ich meine Zerrung in der Brust hatte und wirklich 4-5 Wochen die Brust gar nicht trainiert habe, habe ich jetzt gestern zum Beispiel wieder neue Stufe erreicht vom Gewicht, dass ich beim Kurzhanteldrücken mehr geschafft habe als je zuvor, einfach weil ich da einfach erholter war als sonst. Und je nachdem, wie ihr euren Trainingsplan gestaltet, wie gesagt, könnt ihr natürlich euer Training auch generell progressiv in Zyklen unterteilen. Das wird auch sportwissenschaftlich eigentlich so empfohlen, dass man sagt, hey, ich mache gewisse Mesozyklen und einen Makrozyklus gibt es. Das heißt, ein Mesozyklus wäre ein Trainingsplan für vielleicht 6-8 Wochen. Dann ändert man den wieder, dass man so neue Reize setzt und dann einen Makrozyklus füllt, also zum Beispiel ein halbes Jahr, indem man 5-6 verschiedene Trainingspläne hat. Da ist es dann oft so, dass man das progressiv steigert. Das heißt, man startet im Kraftausdauerbereich mit mehr Wiederholung, weniger Belastung für Knochen, Gelenke und Sehnen und Bänder zum Beispiel. Dann geht man in die Hypertrophie und dann in die Maximalkraft. Dann haben wir natürlich bei der Maximalkraft beim dritten Mesozyklus sozusagen eine erhöhte Belastung auch für das zentrale Nervensystem. Wir trainieren dort ja intramuskulär, das heißt, ja, wir versuchen dort so viel wie möglich zu schaffen. Dort haben wir natürlich auch eine höhere Belastung aufgrund der Gewichte auf den Gelenken, auf den Bändern, auf den Sehnen sowieso. Und danach, bei so einem progressiven Steigerungstraining, macht es Sinn, nach der Maximalkraft, wenn man da vielleicht 4-6 Wochen in dieser Maximalkraft trainiert, wieder umzusteigen auf die Kraftausdauer. Das heißt, wie ein lockereres Training, mehr Wiederholung, weniger Gewicht, genau damit sich die beanspruchten Sachen wie das zentrale Nervensystem,
die Knochen, die Bänder und die Sehnen auch wieder erholen. Und dann kann man das natürlich wieder progressiv steigern. Das ist ein ganz simples Beispiel, diese progressive Steigerung, dass man Kraftausdauer, Hypertrophie, dann Maximalkraft trainiert und dann das Ganze wieder von vorne, um auch seinen Körper wieder grund zu regenerieren. Das ist eine Möglichkeit. Bei Bodybuildern ist es vielleicht ein bisschen anders. Da muss man einfach mal schauen, dass man vielleicht auch nicht wirklich den Urlaub nutzt oder eine Woche frei macht. Die meisten trainieren nicht unbedingt immer in diesen progressiven Steigerungseffekten. Aber in der Regel macht es natürlich Sinn, so zu trainieren, aber man kann auch nicht wieder verallgemeinern und sagen, pass auf, ich ändere jede 6 Wochen meinen Trainingsplan. Natürlich muss man auch gucken, wie ist mein Level, steigere ich mich weiterhin noch, kann ich da noch 2-3 Wochen vielleicht dranhängen, bevor ich meinen Trainingsplan wieder umstelle. Bei der Maximalkraft jedoch, denke ich, sollte man es nicht übertreiben, vielleicht nicht über 4 bis 6 Wochen hinaus das Ganze machen, weil wir hier einfach eine erhöhte Belastung haben. Ja, um am Ende nochmal auf die Frage zurückzukommen, eine Woche Pause macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist, wie ihr das gestaltet, ob das Urlaub ist, ob ihr da mal krank seid, Verletzungen habt oder ob ihr vielleicht euer Training auch so gestaltet, dass ihr euch mal eine Auszeit gönnt mit einer Art Erhaltungstraining durch die Kraftausdauer ein paar Wochen und dann wieder voll angreift, das Gewicht erhöht. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe das ganz gerne, mal ein bisschen Kraftausdauer zwischendurch einzubringen, um meinen Körper grund zu regenerieren. Aber ich merke auch, generell kommt vielleicht einmal im Jahr eine Verletzung oder auch eine Krankheit oder man ist mal ein paar Tage unterwegs und dann muss man es auch schaffen, vom Gehirn zu sagen, pass auf, ich mache jetzt nichts. Das fällt mir auch schwer. Ist schon so ein bisschen ein psychischer Knacks, dass man dann trotz allem irgendwas mitnimmt zum Trainieren. Da sollte man das auch lernen, dass man da die Pause sich gönnt, die Ruhe wirklich ja, mitnehmt ein paar Tage und dass man dann wieder voll angreift. Deswegen eine gute Pausewoche ist in der Regel einfach ja, gar nicht mehr so schlecht. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt mir gerne dazu noch ein paar Fragen stellen, was Trainingsplanung angeht vor allem. Und ja, ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, einen Daumen hoch, ein bisschen Werbung am Ende. Das muss sein. Ein bisschen Posen für euch. Ich bin raus, euer Görki. Ah, seid warm hier. Soll ich erstmal Futter machen? Ciao. Either be clouded with that thick kind of folk. So you tell me I'd be comfort by my lover called a PM. We be cheeky men with nerve to write what we pen. I ignore, write to score and kick with beats. Yeah, kick. See the goals, but they're hiding from me. I'm hard to spot, my stars locked. Recession park stops, some brutality.